Am Sonntag, dem 31. März, glühte in der Region Schladming-Dachstein auch dieses Jahr wieder der Berg. Zum vierten Mal in Folge wurde auch heuer wieder gemeinsam mit Johann Lafer die größte Wintergrillparty Österreichs gefeiert. Hoch oben auf der Planei, auf der Terrasse der Schafalm und umgeben vom traumhaften Bergpanorama wurden die Weber-Grills angeheizt und knapp 300 Gäste ließen sich diese einzigartige Kombination aus Schnee und Kulinarik nicht entgehen. Unter der Anleitung des Starkochs Johann Lafer wurde ein Dreigang-Grillmenü der Extraklasse auf den Tisch gezaubert, während Grillmeister aus der Weber-Grillakademie mit Rat und Tat zur Seite standen. Ja, es ist extrem wichtig für die Planei, auch das Thema Kulinarium in die Auslage zu stellen. Und Johann Lafer ist in Europa der Mastermind für gute Küche, ein guter Freund von uns, von Schladming, von der ganzen Steiermark. Und gemeinsam mit den 16 Köchinnen und Köche, die ja auch erste Klasse sind, von der Julia Heiböck angefangen bis zum Adi Bietermann, glaube ich, werden wir wieder das alle hier begeistern. Alle werden fleißig arbeiten, fleißig grillen. Und es ist auch gut fürs Image für die ganze Schladminger Dachsteinregion. Wir machen ein super schönes Almomelett, also mit Dingen hier, die zu Alm passen, mit einem Petersilienwurzelsalat. Danach gibt es einen Tafelspitz im Ganzen gebraten mit Krautfleckerl, aber ganz besondere. Und dann gibt es eine Weltpremiere, noch nie gegeben. Mozart wird sich heute wahrscheinlich im Grab umdrehen. Wir machen Mozarts Apfelkuchen. Also den habe ich mir einfallen lassen, weil ich habe immer so viele Mozartkuchen zu Hause, die alt sind und die man dann irgendwie nicht mehr essen möchte. Jetzt habe ich mir gedacht, machst daraus mal einen Kuchen. Und das machen wir heute nämlich, einen super schönen Kuchen, wo diese Kugeln verarbeitet werden. Ja, der Johann bringt halt diesen Input aus der Küche mit, ja, und wir geben den Input vom Grill mit. Und die Symbiose ist grenzgenial. Ja. Ja, ein bisschen vor der Maschur raus, viertes Wintergrillen hier auf der Schladminger Planei, auf der Schafalm und viermal schönstes Wetter. Die Elferfrage war ja heute schon, was wäre, wenn das Wetter nicht passt. Ich kann es heute verraten, es gibt keinen Plan B. Woher wir das Glück haben, weiß ich nicht, aber wenn man hier hinkommt und sieht, wie Atmosphäre, man sieht im Hintergrund den Dachstein, man sieht hier die Menschen, die schon eine 2 Stunden vorher kommen, weil sie gar nicht abwarten können, wann es endlich losgeht. Es ist eine großartige Veranstaltung, die ich einfach persönlich auch als einer meiner Höhepunkte meines jährlichen Ablaufs sehe, weil es hier so viel Spaß macht und ganz tolle Menschen da sind. Ich freue mich, dass ich da jetzt auch mal dabei sein darf, dass ich da Zeit habe und ich freue mich, dass ich auch was dazulernen kann und dass man da vielleicht einmal im Winter dann auch mit den Mädels, dass ich da ein paar Tipps abgeben kann. Wir spenden die Grills, also stellen die zur Verfügung hier, da wird dann den ganzen Tag gegrillt drauf und dann werden die zu einem speziellen Preis gekauft und wir spenden dann das Geld gemeinsam mit der Planei. Wie auch in den vergangenen Jahren wurden im Anschluss an die Veranstaltung die Weber Grills verkauft. Diesmal ging der Erlös an den Verein Steirer mit Herz. An Steirer mit Herz. Und das ist ja ein Vergnügen, ein Spaß-Event, aber gleichzeitig denken wir auch an Menschen, denen es nicht so gut geht. Und das finde ich immer was ganz Wichtiges. Wir haben oft das Gefühl, die Bäume wachsen in den Himmel, aber es gibt auch viele Menschen, die da nicht davon begünstigt sind. Und deswegen muss ich sagen, es ist für mich ein Anlass, gerne zu kommen, aber auch zu kommen, weil ich ein gutes Gefühl dabei habe. Wir freuen uns natürlich riesig. Mit dem Reinerlös der heutigen Aktion werden wir dadurch die 10-jährige Isabella, die am Rett-Syndrom erkrankt ist, unterstützen. Wunderbare Veranstaltung, sondern dient auch einem guten Zweck. Also 2 Fliegen mit einer Klappe ist wirklich eine schöne Idee und eine tolle Aktion. Ich finde die Stimmung, seitdem wir das haben, so genial, weil jeder hat so eine Euphorie und man muss sich einfach hinstellen und nur zuschauen, weil es so genial ist, wie jeder kämpft und einen Spaß hat. Es geht immer um Schladming, Kulinarik, gehört Schafalm dazu, Gott sei Dank. Und um das dreht sich in der ganzen Region, in der Steiermark und auf der Planei. Auch touristisch gesehen war dieses Event kurz vor Ende der Wintersaison ein weiteres Highlight und zeigt einmal mehr, dass auch auf das kulinarische Erleben in der Region großen Wert gelegt wird.